Beyond Words, jenseits der Worte, der Körpersprache-Wochenrückblick. Duda, der polnische Regierungschef, zeigt eine sehr männliche Gestik. Anthony Albanese, der neue australische Regierungschef, er zeigt etwas Ungeschick in seiner Mimik. Und Österreich wird wohl den gleichen Präsidenten wieder bekommen. Er zeigt körpersprachlich genau das, was sich Österreich wünscht. Und in Afghanistan sind Frauen verschleiert und Männer zeigen sich mit einer Geste solidarisch. Und beim Marathon, da kommen Emotionen raus. Wie missverständlich die Körpersprache sein kann, das seht ihr in diesem Beitrag. Bleibt dran, es geht um Spannendes hinter den Worten. Andrzej Duda, bitte zuerst gebt mir mal Bescheid, ob ich den Vornamen richtig ausspreche. Der Regierungschef von Polen hat die Ukraine besucht und im Parlament umarmt er Wolodymyr Zelensky. Er macht das auf eine sehr männliche Art und Weise, nämlich wie Frauen das niemals machen würden. Sie hauen sich richtig fest auf den Rücken. Das ist zum einen natürlich ein Machtsignal, andererseits muss man auch sagen, dass Männerhaut dicker ist und damit etwas schmerzunempfindlicher ist. Aber wer zu sanft streichelt, wird vom anderen nicht immer ganz ernst genommen. Natürlich nicht in Realitas, sondern im übertragenen Sinn. Achtung, es ist noch ein zweites Signal, und zwar, wer zu klopfen beginnt, signalisiert dem anderen, jetzt reicht's. Also, Männer umarmen sich doch anders als Frauen. Anthony Albanese, vielleicht heißt er auch Albanese, in jedem Fall ist der Nachname von wahrscheinlich italienischen Einwanderern. Er ist der neue Regierungschef von Australien, Regierungswechsel, nun eine Labour-Regierung. Interessant ist für uns vielleicht zum Lernen seine Brille. Und zwar, wenn man die Brille etwas zu weit vorne trägt, ist der Blick auf die Augen nicht mehr möglich. Zudem wirkt es ein wenig ungeschickt. Wir sehen es hier bei einem Bild, das um die Welt geht. Vielleicht für dich wichtig, wenn du eine Präsentation machst, wenn du zum ersten Date gehst, setz die Brille ordentlich auf oder besorg dir eine, die gut sitzt. Alexander Van der Bellen, österreichischer Bundespräsident, er hat verkündet, dass er wieder als Bundespräsident antreten wird. Das ist nicht verwunderlich, er hat hohe Zustimmungsraten und die anderen Parteien, so hört man, sind froh, keinen Kandidaten aufstellen zu müssen, denn es wäre ohnehin nur ein Zählkandidat. Alexander Van der Bellen verkörpert mit seinem Habitus, mit seiner Körpersprache genau das, was Österreicherinnen und Österreicher laut Umfragen von einem Präsidenten haben wollen, nämlich Ruhe und Stabilität. Er ist in einer guten Tradition mit Heinz Fischer, auch in den 80er Jahren Rudolf Kirchschläger. Unaufgeregte, langsame Bewegungen vermitteln eben Stabilität. Eine Analogie dazu ist vielleicht der Dorfälteste. Also man will eine Person, Mann oder Frau, die Ruhe und Überlegtheit signalisiert. Vielleicht besonders in Situationen wie dieser, wo es in Österreich sehr viele Regierungswechsel gibt, Minister werden ausgetauscht, Krieg ist, vielleicht ist eben der Bundespräsident genau der Stabilitätsanker, den das Volk jetzt gerade braucht. Also, andere Kandidaten scheinen chancenlos zu sein, mit Ausnahme vielleicht von Marco Bogo von der Bierpartei. In Afghanistan haben bis vor kurzem Fernsehmoderatorinnen aus Protest unverschleiert moderiert. Diesen Kampf haben sie jetzt verloren, sie müssen jetzt an voll verschleiert moderieren. Und aus Solidarität haben Männer auch ihr Gesicht verdeckt, auf sehr subtile Art, nämlich in der Art Corona-Verschleierung. Das ist ein tolles Signal und es zeigt auch vom Mut vor allem der Frauen. Bei uns, wir kommen uns schon manchmal mutig vor, wenn wir nur hergehen und einen Polizisten nicht ganz freundlich und devot ansprechen. Das, was in Afghanistan passiert und was die Frauen sich getraut haben, das ist mutig. Und es ist tatsächlich wichtiger, als man meint, denn gesellschaftlich ist es so, wir nehmen jene Menschen besonders stark wahr, die einen starken Ausdruck haben, die Ärgernis, Freude, Enthusiasmus und Begeisterung deutlich zeigen können. Wenn man einen Menschen aber nicht sieht oder nur die Augen sieht, dann ist er in unserem Fokus nicht so stark vorhanden. Und das heißt, die Frauen, die verschleiert sind, werden all along aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden und damit ist natürlich die Gleichstellung von Mann und Frau noch einmal deutlich unterdrückt und es ist absolut abzulehnen, wenn man verpflichtet wird, seinen eigenen Ausdruck, seinen Habitus unter Stoff zu verstecken, noch dazu unter schwarzem Stoff, was ja auch eine Nichtfarbe ist und man damit noch unsichtbarer wird.
Diese Szene bei einem Marathon hat mich fasziniert. Eine Frau läuft und sieht nicht besonders glücklich aus. Sind es Schmerzen? Ist es die Erschöpfung? Ist es vielleicht ein Ärgernis? Man weiß es nicht. In jedem Fall ist es sehr eindrücklich. Sie kommt an der Labestelle vorbei. Sie erwischt es nicht ganz. Es gibt scheinbar ein Missverständnis. Die helfende Frau schmeißt ihr dann das Getränk nach. Nun weiß man nicht, wollte sie ihr damit das Getränk noch zur Verfügung stellen oder war es aus Ärgernis nachgeschmissen? In jedem Fall ist das körpersprachlich sehr bemerkenswert. Mich würde interessieren, wie du diese Szene, die Körpersprache der beiden Frauen einschätzen würdest. Ist es eher ein Streit, ein Konflikt oder ist es ein unterstützendes Nachwerfen der Flüssigkeit? Und das ist eben ein Faktum der Körpersprache. Wir können wohl sehen, was ein Mensch macht, aber warum jemand etwas macht, das können wir aus dieser Szene heraus nicht mit hundertprozentiger Sicherheit lesen.